Ich freue mich tierisch, den zweiten Eisvogel zu bekommen haben. Nach 2021, 2022 für die UNAfilm, jetzt für die Schule der magischen Tiere. Wir hatten super viele Innovationen. Einmal haben wir als Kollektiv mit verschiedenen Green Consultants zusammengearbeitet in den verschiedenen Bundesländern, in denen die Schule gedreht hat. Wir haben eine neuartige CO2-Bilanzierung an Anlehnung der ISO 14067 gemacht, gewisse Systemgrenzen und Prozesse festgelegt, damit wir der Cordis und Cordis-Film beim nächsten Teil der Schulen magischen Tiere besser unterstützen können in den einzelnen Maßnahmen. Wir sind die Post neuartig angegangen. Wir hatten einen Wasserspeicher für Maske, Kostüm, Catering, dass wir kein unnötiges Abwasser hatten. Wir hatten Mehrweglösungen. Wir hatten von den Meyers und Kemama Hybriden im Einsatz und waren hauptsächlich am Feststrom. Juhu, zweiter Eisvogel, 23, 24. An die Schule der magischen Tiere, Teil 3.